Ali, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu Oddworld Soulstorm. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Fliehe in die Berge. Molochs furchteinflößender Blimp hat Abe in die Ecke gedrängt. Er kann das Sorgental nur verlassen, wenn er den Angriff des hinterhältigen Klukons überlebt. Hinweis, geh in Deckung, um dem Beschuss durch Mörser und Scharfschützen zu entgehen. Mörser und Scharfschützen klingt nach einer Folge mit einer ganzen Menge Tode. Mal schauen, wie viele es am Ende an der Zahl sind. Also, wir können hinter den Mauern in Deckung gehen. Das ist ja schon mal in Ordnung. Den hier würde ich mal chanten. Das ist einfach die schnellste Methode. Und dann können wir den hier drüben bestimmt auch abschießen. Shit. Treffen den nicht richtig. Immer noch nicht. Wenn wir die Kisten kaputt machen. Ja. Hat immer nur ein relativ kleines Magazin, aber... Aber den interessiert es überhaupt nicht. Bin erst tot. Und wir chanten den kaputt. Und damit passt das. So. Minen. Und eine Urne voller noch mehr Minen. Okay, wir brauchen anscheinend eine ganze Menge Minen. Na gut, für den hätten wir eigentlich eine gebraucht, weil wir hier nicht hätten chanten können. Aber es hat ja glücklicherweise geklappt, dass wir den abgeschossen haben. Jetzt lasst mich mal kurz die Scharfschützen beobachten. Das sieht eigentlich gut aus. Ah. Oh. Geben dann aber auch nicht auf, ne? Habt ihr das gesehen? Die haben jetzt gegen die Mauer geballert. Die Mauer scheint standzuhalten. Noch ein bisschen Wasser für den Weg. Ja, ist die Frage, ob das alle Mauern standhalten oder ob so eine kleinen Mauern eventuell doch kaputt gehen. Gut, wir brauchen erstmal Wasser. Ja, war ein bisschen weit geworfen. Das ein bisschen kurz. Das wieder zu weit oder reicht? Ne, es hat gereicht. Okay. Frage, können wir schon hoch? Kommt der Scharfschütze zurück? Was macht er? Okay. Passt. Okay, bisher eigentlich relativ einfach. Aber ich möchte es nicht so laut sagen. Ja. Ach, shit. Gut, den müssten wir jetzt chanten. Wodurch ist der jetzt gerade so hellhörig geworden? Macht das... Hört man das mit dem Chant? Können wir mit ihm hier Suicide Jumper machen? Funktioniert. War im früheren Leben mal ein Lemming. Gut, also wir müssen auf jeden Fall warten, bis der obere Scharfschütze wieder hier drüben ist. Aber ich komme auch gar nicht hier hoch. Ah, doch jetzt. So, du schnell rüber. Danke. Das war ganz schön knapp. Ach, und gleich schaltet es hier die neuen Scharfschützen ein. Das ist doch wunderbar. Sache ist bloß, dass die Kamera gerade echt beschissen ist und ich keine Ahnung habe, wie ich das hier am besten bewerkstellige. Der guckt da unten lang. Das heißt, da runterspringen kann ich jetzt gerade im Moment noch nicht. Jetzt kommt ein anderer hoch. Aber der geht nicht bis ganz hoch. Ah. Wow, das war echt Glück. Was machen die da unten? Der eine kommt hier hoch. Das heißt, den müssen wir abwarten. Sobald der weg ist, könnten wir eigentlich hier... Nein, mach schneller. Mach doch. Okay, hier haben wir eine Mauer. Alles gut. Was macht der? Geht, nee, die wechseln sich ab. Das ist mir zu eng, um da durchzukommen. Jetzt könnten wir. Und dann einfach zack hier rüber. Wir sind zum Glück stehen geblieben oben. Ich habe jetzt auch... gut, wir haben den Checkpoint übersehen. Ich würde den mal ganz kurz noch aktivieren für den Fall der Fälle. So, hier könnten wir wahrscheinlich hier dahinter warten. Hier gibt es noch ein Gelee. Aber, ich wollte gerade sagen, irgendwie sieht das ganz schön ruhig aus. Oh Gott. Nicht sehen. Danke.
Naja, und jetzt hoch? Wir hier einfach komplett straight durchklettern oder wechselt der da? Ja, der wechselt noch, ne? Nein! Ach! Na gut, dass wir den Checkpoint noch mitgenommen haben. Entschuldigung, aber ich glaube, ihr habt selber gesehen, so einfach war das nicht zu erkennen, was jetzt hier Phase ist. Also der geht auf der Seite hoch. Die bleiben drüben. Aber der wechselt jetzt hier oben anscheinend von rechts zu links. Oder was man... Nee, er bleibt drüben. Okay. Gut. So, entkomme dem Blimmmolochs, öffne die Schlagtür. Das klingt gerade wie Mörser. Yep, es ist Mörser. Runter mit dir. Bleiben wir erstmal hier, hier müssen wir soweit geschützt sein. Da drüben haben wir einen, den können wir aber nicht charmen. Hui. So viel zum Thema, wir sind geschützt. Hier sind wir überall voll. Wir haben hier unten noch ein paar von den Freunden. Schaffen wir nicht, wir probieren es nochmal von oben. Vielleicht stehen wir da weit genug drüben. Ja, das sieht besser aus. Schnappen uns den hier. Gehen mit dem hier runter. Wir werden wahrscheinlich nur einen, ja, nur einen schaffen. Ich hoffe bloß mal gerade, dass hier kein Mörsert auf uns zukommt. Und den lassen wir einfach mal direkt platzen. Ich würde halt echt gerne hier runter. Weil ihr seht, es schlägt alles vor uns ein. Wir gucken mal kurz. Ich nutze das Ding jetzt einfach mal als verbesserte Kamera. Wir kommen hier drüben hin, dann da hoch. Oh, sag mal, ich stand hier drunter. Was soll ich denn machen? Ja, geil. Die ballern uns sogar die kompletten Mauern weg. Ist die Frage, können wir die ablenken? Können wir sagen, huhu, wir sind hier drüben? Ich springe dann schnell hier hoch. Könnte funktionieren, ne? Wir brauchen eine Betäubungsmine. Ganz schnell. Komm, da steht doch genau drauf. Danke. Klauen ihn noch mal ein bisschen Klebeband. Und wir fesseln ihn auch noch. Jetzt ist die Frage, welche Tür hat er denn gerade geöffnet? Also hier oben drüber kommen wir nicht. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, wo hier eine Tür ist. Hier unten? Ja, okay. Checkpoint. Ach, erstmal in Ruhe durchatmen. Also die hören das mit dem Chanten anscheinend, okay. Das ist mein... Also wir dürfen irgendwie nicht zu viel Zeit vertrödeln, ne? Jetzt haben wir hier wirklich ein Problem, aber ich muss ja auch mal ein bisschen in Ruhe gucken, was ich mache. Ach, dieses Spiel. Es möchte mich stressen. Reicht das? Ja. So, komm schnell du her, hier runter, zack, den Typen weggeballert. Nein, der merkt es. Und dann schaffen wir es doch bestimmt auch noch, den Typen wegzuballern. Ja, und explodieren. Und wir haben die Area erstmal gesäubert. Oh, oh, hier schlägt es einer. Wir sind lebenstechnisch eigentlich noch ganz gut am Start. Oh, was denn jetzt? Ein Leck. Ich wollte so einen Walljump machen. Aber das funktioniert nicht im Spiel. Aber wie kommen wir denn hier hoch? Oder wir hätten einen von denen... Nee, klappt. Ich hatte schon Angst, wir hätten einen von denen nehmen müssen, um irgendeinen Hebel zu ziehen, aber dann spawnt das Spiel ja, wie wir gemerkt haben, eigentlich den einen wieder, immer wieder nach. Ich denke mal, es gibt einen Grund, dass das hier unten alles... Ah, oh shit, oh shit, oh shit. Ach ja, ich wollte es eigentlich gerade löschen, um zu gucken, ob da vielleicht ein Geheimareal ist. Ach Mist, jetzt leben die auch wieder alle. Aber dass in dem Moment natürlich ein Mörser kommt, der uns da einmal direkt runter katapultiert, hätte ich nicht gedacht. So. Erstmal Magazin leer schießen. Nachladen. Warten, bis der Typ da ist. Komm schon schneller, bevor wieder Mörser bei mir einschlägt. Und platzen lassen. Gut, das geht bisher noch. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob wir es überhaupt schaffen, diese Entfernung da unten. Das müssen wir mit Springen schaffen, ne? Ich riskier's einfach mal. Ja, okay, haben wir geschafft. So, und dann diesen. Dann ist es mir auch egal, ob wir jetzt ein Geheimareal übersehen oder nicht.
Hauptsache, wir kommen hier ein bisschen weiter. Die Mörser, man kann sie halt null einschätzen, ne? Was hätte es mir gebracht, jetzt da unten noch die Wasserflaschen drauf zu werfen und dann kommt am Ende zwei, dreimal ein Mörser, der uns immer wieder da reinschubst? Nee. Nee, nee, nee. Das geht so nicht. Ach, was werfen wir? Ja, mit Wasser auf ihn. Geil. Wir haben bloß noch eine. Achso, bringt uns ja aber auch nichts. Wir brauchen eine Mine. Entschuldigung. Können wir wieder eine einsammeln? Na? Was ist hier los? Ja, sollte glaube ich nicht so sein. Aber wir haben ja zum Glück genügend. Wir nehmen uns die dafür wieder mit. Das ist halt die Frage, ob die Mine auch bei uns auslöst. Aber sie blinkt zumindest nicht rot und grün. Das heißt, wir haben ja eigentlich keine Möglichkeit. Ach, der... Nee, ich wollte gerade sagen, es sah so aus, als würde der dahinter drücken. Sie löst bei uns aus. Cool. Das ist natürlich doppelt fies. Wenn das Spiel buggt und die Mine nicht auslöst und wir selber... Weiß nicht. Ja doch, wir hätten vielleicht drüber springen können. So, es ist wieder Scharfschützenzeit. Geh jetzt hier einfach mal runter. Wir gucken mal, was passiert. Oh, 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 oh. Da sind drei. Ich wollte gerade sagen, drei Schüsse ballern die, dann haben sie sich wieder beruhigt, aber nein. Die geben anscheinend nicht auf und Mauern sind auch kein Problem. Ja, die können ein bisschen weit hinten gelandet sein. Die ist direkt explodiert. Okay, naja, gut. Hauptsache, er ist erledigt. Alles andere soll mir in dem Moment egal sein. So, wir haben es hier geschafft. Einmal schnell wieder runter. Aber wir haben es nicht geschafft hier rüber. Jetzt haben wir es geschafft hier rüber. Ja. Gut, wir müssen warten, bis der weg ist. Ja, dann könnten wir es schaffen hier rüber, genau. Dann hier ran. Okay, der greift sich die Dinger nicht, wenn er im Rolly-Modus ist. Spring doch, mach doch, greif doch. Ah, geil, jetzt ist es ein bisschen spät. Geh lieber nochmal ganz runter. Vielleicht schaffen wir es aber auch so. Ja. Und hoch. Nächster Checkpoint. Finde einen Weg durch die Slicks hindurch. Da, ich... Schade. Kann halt da nicht sofort rüber rennen, sondern er lädt erstmal nach. Und genau die Sekunde hat gefehlt, um die beiden zu erledigen. Jetzt kommen wieder Mörser. Ach, Mist. Darf ich das so weit? Ne, so weit kann ich nicht chanten. Das heißt, wir müssen hier rüber. Au. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir müssen weiter. Okay. Gut. Oh Gott. Das war knapp. Ach Mist. Ich hasse Zeitdruck in Spielen. Habe ich das schon mal erwähnt? In Ruhe nachdenken können. Auch wenn ich es meistens nicht mache, aber Hauptsache ich habe die Option dazu. Na, der läuft gar nicht so weit, ne? Lauf, Forest. Uah. Gut, wir können auch chanten. Wir müssen uns hier echt ein bisschen beeilen. Und dann laufen wir mit ihm einfach durch die Betäubungsmine und gut ist. So, schnell weiter hier. Müssen wir runter? Ja, oben geht's nicht weiter. Wir lassen den einfach liegen. Hä? War nicht gesehen, dass es zwei waren.
So, also ein bisschen Beeilung hier. Ja, das war klar. Wir können den noch platzen lassen, obwohl ich glaube, hier ist noch einer. Ja, da ist noch einer. Egal. Er ist noch betäubt. Können wir mit dem den Betäubten erschießen? Ja, geht. Und dann lassen wir ihn platzen und wir haben es geschafft. Und schnell weiter hier. Der nächste Mörser. Ein Glück zieht die nicht gleich komplett alles Leben ab. Also es gab eine Menge Wasserflaschen. Was uns bestimmt sagen soll, wir sollen hier löschen. Na, nicht runterfallen. Mach das bloß mal noch kurz vorsichtshalber aus. Ich kenne mich, ich verdrück mich irgendwie und fall am Ende trotzdem. Ach shit, da ist ja Feuer. Na, zum Glück habe ich es noch vorher gesehen. Also, Beeilung ist angesagt. Und jetzt hier oben noch ein Feuer, natürlich. Wer hätte es gedacht? Na, jetzt. Shit, wir müssen unbedingt ganz schnell. Ach, so viel zum Thema ganz schnell. Also es ist echt, wenn wir mal, Gebräuflasche reingeworfen, will ich das Feuer noch ein bisschen anheizen. Also dafür, dass wir gerade mal in welcher Mission sind wir? Mission 3, glaube ich erst, ne? Weil die zweite Mission ging ja so verdammt lange, das waren ja 3 Folgen. Und die erste Mission haben wir komplett in der ersten Folge geschafft, also sind wir eigentlich erst in Mission 3 und dafür hat sich am Härtegrad doch schon was getan. So, Magazin ist voll. Kommt er hier oben weiter rüber? Kommt er nicht? Das heißt, wir lassen den platzen. Weiß nicht, was mit der Fackel ist, warum die so funkelt. Und so weit hochspringen hätten wir von da unten eh nicht gekonnt. Also haben wir wahrscheinlich auch nichts übersehen, hoffentlich. So, schnell dich hierher und platzen lassen. Wir müssen hier weg. Hier kommt Mörser. Ja, er lebt noch, aber was soll's. Checkpoint. Wasserflasche. Noch eine Wasserflasche. Ach. Ich schaff's aber auch immer wieder. Ist doch gut. Ein Gelee Royal und noch ein paar Kisten. Und es gab wieder ein paar Gebräuflaschen. 6 von 9 gefunden. Ich hab's doch kapiert. Bitte beruhig dich, danke. Ich hoffe mal nicht, dass der aber so weit kann, der ja zum Glück nicht gucken. Ich bin jetzt einfach mal hier runter. Ich glaube, hier könnte er uns sehen. Wir haben kein Wasser mehr, ne? Shit. Nein. Wie viel Pech kann man haben? Nein! Immer noch nicht, wir schaffen es nicht. Ja. Ja, das war logisch, aber was hätten wir machen sollen? Wir hatten kein Wasser mehr. Wir haben doch hier Wasser gefunden. 5 und 8. Haben wir noch 13 Wasser. Habe ich wirklich so viel Wasser verschwendet? Mal eine für hier. Gut, bei der hier hatte ich vor ein paar mehr verschwendet, aber trotzdem ja keine 13 Stück. So. Vielleicht können wir die Mine direkt von hier werfen. Nee, ein kleines Stück noch vor und ein Stückchen höher. Aber immer so. Dieser kleine Millimeter, ne, der da fehlt. Oh, jetzt haben wir ihn wütend gemacht. Wir haben tatsächlich nur noch 6 Wasser. Würde ich aber eher mal da hinten löschen, dass wir uns notfalls unter ihn stellen können. Und eine nehmen wir noch für hier. Ah, oder 2. Gut. So, dass wir uns wirklich... Ich mach mal das noch weg. Einfach nur mal... Mist, wir haben die Mine da reingeworfen. Da liegen wahrscheinlich sogar mehrere. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir werden es doch irgendwie schaffen, die Mine da oben zu platzieren. Jetzt.
Wo ist denn der jetzt hin? Hallo? Jetzt haben wir uns selber hier eine Falle gestellt mit der Mine oder was? Der ist weg? Naja gut, dann müssen wir halt durch. Ist ja zum Glück nur Betäubung, das heißt, die zieht kein Leben. Kein Leben ab. Darf man es von hier auch nicht? Darf man es von hier auch nicht? Oh Gott. Gut, dann gibt es ja auch nochmal eine Mine. Und wir laden ab. Oh nein. Wir laufen mal nicht weiter. Ich will mal gucken, ob hier oben noch was ist. Na, alle auslassen will ich eigentlich auch nicht. Wir haben ja am Ende wieder so ein... Naja, Countdown nicht. Ihr wisst, was ich meine. Es wird halt gezählt, wie viel wir gemacht haben. Ja. Ich fasse es nicht, dass wir das überlebt haben. Nein! Ja, ich wollte mich eigentlich nur an das Ende dort anhangeln. Und nicht komplett hoch. Ah, und diesmal war der Checkpoint wirklich wieder ein ganz schönes Stück weit weg. Aber wir müssen an der Stelle leider erstmal ein Folgenende machen. Tut mir leid, war ein doofer Tod jetzt nochmal, aber ich glaube, wir kriegen das hier schon hin. Morgen 12 Uhr geht's dann weiter. Bis dahin. Macht's gut.